und willkommen zurück. Hier ist die fröhliche Mörderin Pseudonyma mit der Pilja, dem Hisho und dem Lengano. Guten Tag. Hallo. Und ich werde euch jetzt alle umbringen. Ja. Nein. Ja. Fertig. Juhu. Juhu. Yay. Also, ich bin nicht fertig. Ich will nicht fertig sein. Du wirst fertig gemacht jetzt. Du Opfer. Fangen wir jetzt schon so an, ja? Ja, entschuldigung. Ich wollte das schon. Deine Mutter ist ein Opfer. Nee, was? Ah, oh, schon wieder haben wir Mattes reagiert. Was war das andere? Das habe ich gar nicht gesehen. Das war vielleicht geheim. Das war mal. Tja, und was war's? Vigos Leichentuch. Was ist denn das? Das gestattet, das lässt mich am weitest entferntesten Ort vom Killer entfernt starten. Oh. Das habe ich schon mal dann benutzt. Dann gucke ich, wo die nächste Mauer ist und renne in die andere Richtung. Hallo, Hisho, wo bist du dann gerade? Kann ich dir gleich sagen. Damit wir da auch hinkommen. Das konnte ich jetzt aber irgendwie nicht sehen. Kann das sein, dass man das ich auch nicht. Irgendwie... Achso. Ich dachte, vielleicht der Mörder sieht das vielleicht nicht, um das nicht... Um das halt, ne? Nee, ich konnte das auch nicht sehen. Achso. Ich laufe mal der Filia hinterher. Fühle ich mich sicher. Wo ist denn die? Keine Ahnung. Beim Maisfeld. Aha! Dann suche ich das Maisfeld mal. Nicht schon wieder dieser Schrottplatz. Wo ist ein Schrottplatz? Ja, wir sind doch auf dem Schrottplatz. Also echt? Auto. Ihr seid auf ich bin im Maisfeld. Ja, was? Ich auch. Hä? Verarscht mich. Quatsch. Nein. Ich spiele gerade ein Online-Spiel und ich merke es nicht. Ich glaube, ich verstecke mich und das andere in die Arbeit machen. Ja, ist ein guter Plan, so grundsätzlich. Kriegt man aber keine Punkte. Das stimmt. Außer der Killer läuft andauernd an einem vorbei. Aber da wir in der privaten Lobby spielen, kriegt man hier eh... Das stimmt. Alle auf einmal! Boah, ich kann mich doch gar nicht entscheiden, wenn ihr das macht. Was habt ihr denn gemacht? Nix. Keiner hat irgendwas gemacht. Da läuft der Hisho gerade an mir vorbei. Ich sehe ihn. Ich auch. Jetzt habe ich gedacht, du wärst der Killer, aber das... Was? Ja, komm zu Mama. No! Wo? Verdammte Kacke! Hallo! Bitte Kacke. Na, wie geht's so da hinten in der Falle? Nein. Geht's dir gut? Könntest du dich mal daraus lösen? Ja, mach ich jetzt. Bitte schön, bitte, sehr gerne. Das habe ich sehr gerne gemacht. Lass mich doch danke, ja, danke, da, danke. Sehr gut. Die Richtung ist gut. Ich kam da gar nicht so richtig drauf klar. Da lang. Tut mir leid. Hier, so jetzt da. Sehr gut, hast du das? Sehr gut. Nee. Guck mal da drüben. Da ist Sightseeing. Da ist die Schrottplatzhalte von Müllolania. Wahnsinn, ist der toll. Und? Deine Füße sind auch fußpilzfrei, sehe ich. Alles klar, sehr gut. Ich habe Stiefel an. Bist du ein Onkel Doktor? Was machst du da? Was war das? Achso, es war nur ein Rabe. Ja, ich bin der Onkeli. Das Onkeli Dokti. Hier kommt der Onkel Doktor. Tja. Es wäre auch schön, wenn mir jemand helfen könnte. Ja, ich fühle mich hier etwas einsam. Und ich bin gleich hilf. Übrigens ist Raume Bärenfalle. Wo? Hallo! Nein! Scheiße! Wo willst du denn hin? Weiß ich auch nicht. Meine Güte, was ist das? Dreckstrick. Den muss ich mir merken. Was denn? Wenn... Wovon sprichst du denn? Mann, wo ist denn hier mal was zum Umkippen? Ah! Hör auf, hinter mir herzurennen, das ist gemein. Okay, dann lasse ich das jetzt. Oh, ist das sehr ehrlich. Hisho, wie gefällt dir deine neue Freiheit? Mein Fuß tut mir ein bisschen weh. Warte, das war falsch. So, jetzt aber. Puh. Ach, Mist. Ja. Tja, sorry, ich konnte nicht entkommen. Wie? Ich glaube, das wird eine kurze Runde. Oder du bist wieder so pervers und lässt ich andere bin ausbluten. Gar nicht pervers. Könntest du vielleicht Filia ausnahmsweise mal in Ruhe lassen? Ja, okay, kein Problem. Ich mache den Tauschgeschäft. Ich sag dir, wo Hisho ist, du lässt Filia laufen. er legt hier eine Falle.
Ja, sie ist. Aber ich bin gleich hier weg. Es tut mir leid. Wiedersehen, Fieger. Ihr seid so weit weg. Ja. Ja. Nein. Ich hab's versucht. So, das war Nummer 1. Wie kannst du das Video nur antun? Komm zu Mama. Ich komme wieder. Nein, du nicht. Ich finde ernsthaft, es fehlt noch ein weiblicher Killer. Echt mal. Das ist diskriminierend. Ja. Das ist frauenfeindlich. Auf jeden Fall. Ich brauche noch so einen schwulen Killer. Ja, Könnte ja sein, dass einer davon aber wo, aber wann sollte man den denn erkennen dann? Wer trägt den? Ich weiß es nicht. Er tänzelt rum. Ey, das sind alles nur. Das oder es ist ein Einhorn. Oh Gott. Das war aber doof von dir. Ichu, was machst du denn da? Er verschafft dir Zeit. Sagen wir es mal so. Also, ich würde an deiner Stelle vielleicht irgendwie. Hier ist eine Kiste. Wie nennt sich das? Diese Fallgrube oder sowas? Nein. Mann, ich will mal den Haken erst hauen. Ja, das musst du erstmal bereit machen, ne? Richtig wütend machen den Haken und dann. Ja, ich bin dann übrigens auch weg. Was? Ja, ich hing ja schon mal am Haken. Ach so, scheiße. Und meine Gesundheit. Also das, was mit dem, ob man sofort stirbt oder so, hat ein bisschen was mit der Gesundheit zu tun. Die Falltür ist offen. Quatsch. Hier gibt's keine Falltüren. So. Ich helfe suchen. Willkommen bei Opfer-TV. Ich auch. Ich helfe auch suchen. Okay. Hier ist keine. Das ist nicht. Warte mal, ich müsste mich ein bisschen auskennen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Map verändert sich ständig. So. Das wäre fies. Oh ja. Das weiß ich gar nicht. Wo bewegt sich denn hier was? Das wäre fies, eine Map, die sich irgendwie so eine Art Labyrinth und so weiter. Und dann gäbe es eine Map, die sich manchmal verändert. Das wäre fies. Aha. Oh shit, da ist sie. Oh, da ist scheiße, da ist sie. Ich muss abhauen. Hä? Ach da! Ja, jetzt sehe ich es auch. Eigentlich war ich die ganze Zeit hinter dir, um nicht geschnappt zu werden. Das habe ich gewusst. Ich habe Angst. Das war knapp. Auf jeden Fall. Hallo, Kiste. Vielleicht am Maisfeld? Oh, ich gehe. Oh, das ist ein guter Plan. Ich gehe mal im Maisfeld gucken. Ich habe nicht mit dir geredet. Nicht schon, Filia, seht ihr das? Ja. Was das da ist passiert? Nein, das ist ja fies. Echt mal. Das ist ja eine Kacke. Finde ich aber eine coole Spielmechanik. Ich muss jetzt mal drauf achten, ob das immer der Fall ist. Ja, pass auf, es geht noch weiter. Ich hoffe, ihr erzählt mir das gleich. Da kommen noch mehr dazu? 3 Stück jetzt. Hä? Nein. Ach, krass. So viele Falltüren. Wovon sprecht ihr? Ich möchte, dass ihr mir das gleich wenigstens erzählt. Aber wie gemein. Pass auf, wir machen noch mehr. Was? Wir machen noch mehr. Kacken wir? Nein. Wer kackt? Die Falltüren. Kacken? Kackende Falltüren. Na komm schon, mach jetzt mal eigentlich. Kein Vorführeffekt jetzt, mach hin. Oh komm jetzt. Aber das finde ich ja übel, dass sie das als Spielmechanik eingebaut haben. Okay, also für einen Killer ist es ja eigentlich ganz gut. Ich kann mir irgendwie vorstellen, was ihr meint. Was? Echt? Glaube ich nicht. Doch, glaube ich schon. Ja. Hast du die Falltür gefunden? Ja. Da ist sie. Ich seh sie. Oh Gott, ducken. Ach komm, verarsch mich. Aber jetzt haben sie es nicht gemacht, ne? Nee. Na, Falltüren sind halt auch, die kacken halt nicht jeden an, ne? Nee, kackende Falltüren. Die Falltür kackt? Ja, haben wir doch die ganze Zeit von geredet. Ah ja. Drei Falltüren, die kacken. Aber ist das die drei Falltürkeit? Die drei Falltürkeit. Oh Gott. Ich darf auch mal schlechte Witze machen. Nicht immer eine gute, stimmt. So wie sonst. Ja, ich muss auch sagen. Boah, ich finde nichts.
steckt bestimmt in irgendeinem Schrank und wartet. Frag mich mal, wie ich mich vorhin gefühlt habe, wo ich die ganze Zeit rumgelaufen bin zwischen den drei Generatoren. Alter Falter. Das ist Hilfekoffer. Ja, was hatte ich denn hier gefunden? Nix. Weißt du, so ein Erste-Hilfe-Koffer kommt erst dann zu spät, wenn du schon tot bist. Ja, das kenne ich. Ne. Was? Ja, mach mal die Generatoren an, ich habe die Falltür gefunden. Was? Scheiße. So, jetzt drumherum Fallen aufstellen wahrscheinlich. Ja. Man kann die ja auch... Moment, was gibt's denn noch für großartige Gebäude außer das Killergebäude? Müssen die in Gebäuden sein? Nein, die sind wild verteilt auch teilweise. Ja, aber meistens findet man auch in bekannten Gebäuden. Ja, also ich habe jetzt im Online-Spiel auch schon mal eine direkt neben einem Haus, eine irgendwo hier so auf dem Schrottplatz, so zwischen zwei Wänden. Also die sind weit zwischen weit zwei verteilt. Wänden? Hä? Ja, es gibt doch diese Wände, also diese Schrottwände, also wenn du irgendwann jetzt mal wieder zu diesem Schrottplatzteil da kommst. Genau, da gibt es diese Autoreifen und so weiter, müsste es da geben, so aufgestapelt. Und da war eine mitten dazwischen. Dummerweise war sie in dem Moment noch zu, als ich da war. Sehr zu meinem Leid. Die sind die ganze Zeit da? Ja. Die Falltür ist immer da, aber zu. Und sobald zwei Generatoren an sind, oder wenn man alleine spielt, muss man zwei Generatoren anmachen. Ansonsten muss man generell immer zwei anmachen und dann, glaube ich, geht sie auf. Also die wird strombetrieben. Das Problem ist bloß, dass man halt im Spiel meistens überhaupt nicht peilt und nicht die Möglichkeit hat, das noch zu öffnen. Okay. Boah. Sag mal, kannst du mal weggehen? Dieses Herzklopfen ist furchtbar. Ja, ne? Ich höre es auch die ganze Zeit. Da bist du. Hallo. Bin ich gar nicht. Nein? Ach so, war ein Geist, ne? Ja. Der von der letzten Runde. Genau. Komm, Lengano, das kann man gar nicht sagen. Du solltest in einen Schrank gehen, der weiter weg ist. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Der hier ist schlecht. Ach, da gar nicht. Oh Mann. Der auch. Auch nicht. Sag mal, Philia, siehst du auch unten rechts? Hallo! Nein! Scheiße! Ah, das war. Hä? Wie bist du da lang gelaufen? Achso. Ach, upsala. Wir könnten überall. Wo ist er denn sein. Jetzt? Ach, da ist er. Danke. Scheiße. Du hast die Erlaubnis, mich in Ruhe zu lassen. Oh, das ist aber nett von dir. Wir haben die Erlaubnis zu schweigen. Voll lieb, ey, voll lieb. Alle, überall, wohin die rennen, das wird gegen die Alter. Oh, eine Kiste. Durchsuch mal die Kiste, vielleicht findest du da noch was. Ja, genau. Ja, die verkauft den, ne? Geht ja schnell. Gott, ich habe so gehofft, dass du irgendwie an der Falltür vorbeiläufst. Ich auch. Ja, wieso hast du denn nicht gemacht? Heilen! Ich weiß ja nicht, wo sie ist. Heil dich mal. Setz mal irgendwo hin. Aber nur, wenn du wirklich wartest. Ja, klar war ich. Na, siehst du, dass ich stehen bleib. Wann soll ich das denn sehen? Naja, das Herz. Hast du doch gesehen, du warst doch direkt daneben. Ja, du stehst doch hier. Ich seh dich doch. Hä? Hör auf, mich zu paralysieren. Keine Angst, sie ist nicht der Geist. Es ist schon fies, wenn alle in der Lobby sind. Aber auch lustig. Ja, das ist so ein bisschen wie Trouble in Terrorist Town. Aha. Warte.
Da lang? Wo rennst du denn? Sag mal Piep. Ja, Piep. Achtung, ich höre Herzklopfen. Pass auf. Also die andere Richtung, alles klar. Ne, danke schön, Filia. Pass auf, irgendwann werden wir die Wahrheit sagen. Nein, bitte nicht. Irgendwann. Menschenskinder, wo ist denn diese scheiß Falltür? Ah, scheiße, ich habe auch nichts gesehen. Gib doch mal einen Tipp. Links. Also, Pseudo. Die ist auf dem Schrottplatz. Jetzt geradeaus. Wahrscheinlich auf dem Boden. Würde ich jetzt spontan falsche auch Richtung. Gebe ich gute Tipps? Mhm. Ich glaube schon, wir haben sie gleich. Oh Mann. Hallo. Aber bin ich froh, dass jetzt ja dieses Herzklopfen aufgehört hat. Echt mal. Mein Herz klopft gerade wie wild. Das ist das Schlimme an diesem Spiel. Ja, und ich erst. Dieses Herzklopfen von diesem Killer macht einen irgendwann kirre. Das ist so ein bisschen wie bei Outlast. Dieses Atmen von dem Hauptcharakter. Mhm. Kenn ich nicht. Wir haben das Let's Play gesehen. Oh, gleich hast du den. Hier sind deine Spuren. Ah ja. Ich existiere gar nicht. Also du existierst auf einer anderen Ebene. Ja. Also bald zumindest. Hallo. Du steigst auf. Doch nicht. Du wirst... Willst du nicht in den Himmel? Da kennt er doch keinen. Riesigen, gigantischen Spinne gefressen. Das gibt dem Ganzen einen Touch-Grusel. Ein Dutch-Grusel. Ein niederländischer Grusel also. Was ist denn diese Falltür? Da hat jemand eingeatmet. Schon wieder. Fuck. 2 mm. Geh doch nochmal zurück. Oh, kleiner Lengano, wo bist du denn? Mein Vieh, ja. Noch nicht. Hör auf zu rennen. Echt mal. Seh das doch, wo du lang rennst. Wo denn? Ja, da, siehst du. Wenn du rennst, machst du rote Sachen auf dem Boden. Das glaube ich weiser. Quatsch. Ja. Hat schon ein paar Mal Mörder gespielt, glaube ich. Ach so, ja, das stimmt. Mach denn nicht. Was ich rausgefunden habe, eine fiese Taktik im Maisfeld in Online-Spielen. Einfach mal im Kreis laufen, in einem bisschen größeren Kreis und dann in so ein, zwei Reihen reinschleichen. Mhm. Also wenn der Gegner, also wenn der Killer ein bisschen weiter weg ist. So wie das. Jetzt, meinst du? Nee, ein bisschen. Bisschen weiter weg. Weiter? Mhm. Ja. Ich bin doch schon am anderen Ende der Map. Wie soll ich denn noch weiter weg? Das Mini. Du bist doch gar nicht am Ende der Map. Ja. Der Map. Nein. Diese Map haben wir doch gesehen. Weit über den Horizont und noch viel, viel weiter. Alter, wo ist diese scheiß Falltür? Die findest du ganz einfach, da wo die ganzen Fallen ausliegen. Das. Das ist jetzt sehr ermutigend. Ja, ne? Ich glaube, ich hab gleich alle von der Map. Du bist vorhin eben an 2, 3 Fallen vorbeigelaufen. Stimmt. Von einer halben Stunde. Ja, wo ich gesagt habe, 2 cm. Jetzt muss ich ja nur mal 2 Mal auf dich draufhauen, das ist ja doof. Mein Hut hat 3 Ecken. Ich hab gar keinen Hut. 3 Ecken hat sein Hut. Hallo. Na, wie geht's so? Hier ist eine Kiste. Gut, gut. Schön für die Kiste. Die hat er schon geleert gerade. Boah, das ist hier so ein bisschen Punktemaximierung. Andauernd bold. Oh Gott, das ist cool. Hm. Boah. Ah, da bist du. Nein! 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 Hallo! Na?
Nein, bleib selber hängen, bleib selber hängen. Nein. Oh, drei, hier ist ja noch direkt einer. Das ist ja schön. Oh nein. Es hat sich also gelohnt, alle Fallen auf der Matte zu suchen. Wie gemein. Das war so knapp. Ich spring rein. Nein, ich hätte gerade noch einer hingemacht. Ich hätte die Fallen nicht schärfen sollen. Ja, ich habe aber auch gedacht, du kommst vorbei. Ja. Ah, scheiße. Ich muss sagen, hättest du sie entschärft, hätte ich nicht mitgekriegt. Ja. Hast du, kannst auch nicht. Nein. Na. No. Oh Gott. Das ist frustrierend. Abwegigkeit, 7600 Punkte. Abwegigkeit? Was ist Abwegigkeit? Ich glaube, das ist, Abwegigkeit? So wie, wie oft, wie du von den Opfern entfernt warst. Das kann sein. Du warst halt abwegig. Würde hinkommen. Das war schön. Ja. Hast du eigentlich, Lengano, hast du eigentlich die Falle von Pseudonyma, die die in der Hand hatte, gesehen? Ein paar Mal, ja. Also hast du auch so einen Perk? Weil ich war mir nicht so sicher. Ich habe nämlich eins, dass ich im Umkreis von 2 Metern halt Bärenfallensicht sehe. Und ich habe die ganze Zeit vom Pseudonyma diese Bärenfalle in der Hand gesehen, wie sie sich bewegt hat. Ich Was? Das ist ja fies. Ich weiß aber nicht, ob das halt meine Sicht war nur oder auch seine. Ich sehe nur, wenn sie eine aufhebt, dann sehe ich sie. Die sie in der Hand hat? Wenn sie eine aufhebt, ja. Also wenn sie in der Hand hat und rumläuft, meine ich. Ja, dann ja. Dann siehst du die. Achso, okay. Nee, dann war das deine Sicht wahrscheinlich. Weil ich habe kalter Rückenschauer hier. Ah ja, ich sehe. Ah, da steht das auch. Aber Niederwild? Könnt ihr mir mal eben erklären, was ihr vorhin gemacht habt? Ah, okay. Nö. Ach so. Sollen wir es auflösen? Ja. Wer möchte? Also die Raben, ich war in einem Schrank versteckt und die Raben sind um diesen Schrank herumgeflogen. Und früher oder später hätten sie sich draufgesetzt auf diesen Schrank. Ah. Und das wurden halt erst war es einer, der immer im Kreis rumgeflogen ist, dann zwei, dann drei. Aber draufgesetzt haben sie sich nie. Nee, da kamst du nämlich dazwischen. Genau. Diese, warte, um den Schrank herumgeflogen, in dem du warst? Mhm. Ja. Deswegen, relativ weit oben, aber die sind geflogen. Aber das ist ja auch so, wenn egal wo du auf der Map campst, in dem Schrank oder nicht, dann passiert es, dass sie trotzdem kommen. Ah, okay. Das heißt, man muss am besten immer in Bewegung bleiben. Ja. Ja. Das ist ja schlau. Das wusste ich nicht. Das ist sehr gut. Ja. Das heißt, die ganze Zeit im Schrank verstecken ist nicht gut. Nein. Nee. Ja. 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 Wollen wir Tschüss sagen? Ja. 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 Gut, dann. Okay. Habt noch einen schönen Tag, ne? Schönen Abend. Ciao. Tschüss.